Moin moin liebe Resident Evil Freunde, hier ist der Angelus. Ich begrüße euch zurück hier zum Let's Play von Resident Evil 7. Und sollte euch auch diese Episode am Ende unterhalten und gefallen haben, dann lasst doch am Ende gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar, da würde ich mich immer sehr drüber freuen. Ich befinde mich hier gerade in der Scheune. Vorbereitung habe ich getroffen, ich habe mein Inventar geleert. Ich habe hier schon oben die ganzen Items aufgehoben. Wenn ich mich recht erinnere, oder? Ja. So, ich bin bewaffnet, ich bin ausgerüstet. Hier hinten die Kiste habe ich auch, ja genau, habe alles eingesammelt. Inventar ist leer, damit ich jetzt da die Batterie und so nehmen kann. Gut, dann gehe ich mal wieder runter. Dann schauen wir mal, was uns hier wartet. Da kommt bestimmt was. Ich meine, das ist so ähnlich wie in der Leichenhalle. Man fällt runter, kann nicht mehr hoch. Ah, guck mal, hier ist noch eine Kiste. Messer. Pistolenmunition. Ist das ein Trichter? Keine Ahnung. Scheinwerfer sind das. War eigentlich hier in den Boxen was? Nee, ne? Oder? Nicht, dass es so sein würde. Aber Pistolenmunition. Tote Rinderhälften. Ja, eine Rinderhälfte ist immer tot. Das ist ja nur eine Hälfte, Mensch. So, die Batterie. Hier noch. Flintenmunition. Gleich mal durchladen, die Flinte. Arschlochkiste. Okay. Ah, da noch Kraut. So, alles eingesammelt. Ich wechsle mal auf die Flinte. Nachladen kann ich nicht. 4 Schuss nur. Ah, gut. 11 Schuss in der Flinte. Gut. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Wo ist die Batterie? Da. Ja, toll. Habe ich was falsch gemacht? Wow. Nö. Jungen und Mädchen, willkommen beim Scheunenkampf. Der Fahrstuhl. Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen. Wir haben Regeln. Ach du Scheiße, da kommt irgendwas raus. Wow. Was ist das denn? Du mich auch. Ja genau, du mich auch. Was ist da drin, ne? Da kotzt jemand im Strahl, Alter. Wie du im Leben mit Widrigkeiten umgehst. Ach du Kacke. Ah, das brennt. Einer von den dicken, keine Ahnung, ey, der kotzt hier sowas von rum. Ich glaube, da haben sie sich auch Inspirierung geholt von Mallorca-Urlaubern, oder? Mit einem dicken Bauch und rumkotzen ohne Ende. Verdammt, das muss wehtun. Ja. Ich will nicht angekotzt werden. Ich glaube, er kotzt gleich. Ja. Ja, komm, ey. Kannst du nicht mehr ducken, weil das ja... Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Jawohl! Du bist nicht nur noch am Leben, du hast auch noch alle Finger und Zehen. Das war's? Fetzlack ist tot, Fetzlack ist tot. Ah, er war sowieso nie mein Favorit. Alter Schwede, ey. Fetter, rumkotzender Ekeltyp. Nach einer Sangria-Feier am Ballermann, ey. Dann laufen die alle so rum. Okay, das darf ich den Fahrstuhl benutzen. Toll. Zurück kann ich eh nicht. Zum Speicherpunkt komme ich nicht hin. Ich dachte, der Sohn kommt persönlich. Lucas. Ich sage immer Jacob, ne? Der heißt ja nicht Jacob, der ist Lucas. Hinter mir. Die Tür geht auf. Wollen wir wetten, das waren noch nicht alle Fallen? Okay. Weiß nicht, ob hier vielleicht noch irgendwas versteckt ist. Das sieht so ruhig aus. Ja. Der lebt doch noch, oder? Soll ich in den Hinterkopf schießen?
Der ist auf jeden Fall vergammelt und so. Okay, passiert nichts. War ja wieder klar. So ein Schuss. Ein Schuss verschwendet. Was haben wir denn da? Uch, Pillen, ey. Hier wird man so zum Junkie gemacht in dem Spiel. Haben wir was im Spülbecken? Nee. Aha, flüssige Chemikalie. Ich will da gar nicht hingehen, da steht doch bestimmt auch auf der Typ. Ah, da ist ein Zettel dran. Ist das eine... ist das die verbrannte Leiche von dem Typen aus dem Geburtstagsvideo? Das könnte der sein, oder? 1408. Du bist als nächster dran. Ach, ist das der Code für die Tür? Oder ist das der Stephen King Film? Zimmer 1408. Kennt ihr den Film? Der ist geil. Also das Buch auch. Also das ist Stephen King halt, ne? Zimmer 1408. Das ist der Typ aus der Geburtstagsfeier. Das ist von denen übrig geblieben. Okay, 1408. Kann man sich merken. Hab den Film gesehen. Antike Münze. Wir brauchen noch drei? Für die Magnum? Okay. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder gleich in den Raum, wo ich den Code eingeben muss, oder? Oder nicht? Doch, ja, hier ist der. Von hier bin ich gekommen. Also hier war ich schon. Bewegt sich da noch was? Ich dachte, da wäre was. Okay, hier ist noch eine Kiste. Da kann ich die Münze schnell mal reinpacken. Und die Pillen, glaube ich, oder? Oder soll ich noch was kombinieren? Ich könnte Trank herstellen. Davon habe ich aber noch drei. So, ich lagere das ein. Dann nehme ich jetzt hier schon mehrere von den Chemikalien. Ach, wieso stapelt der die denn hier nicht drin? Flüssige Chemikalie. Die kannst du doch auch stapeln, du Vogel. So, die Pillen kommen auch hier rein. Selbst die stapelt er auch nicht. Egal, den Rest behalte ich, oder? Soll ich das Kraut noch machen? Kraut habe ich auch schon vier Stück drin. So, das stapelt er. Da hat er fünf jetzt. Naja. Was mir auch noch durch den Kopf gegangen ist, als ich gestern so im Bett lag, war die Geschichte mit der Flintenattrappe hier. Ich glaube, ich hätte die Flintenattrappe hier auch auf den Sockel stellen können, um mir die defekte Flinte zu holen. Und dann gab es ja das Waffenreparaturset. Damit habe ich ja diese Waffe hier repariert, die M19-Pistole. Aber ich glaube, ich hätte auch die alte Flinte reparieren können und diese Holzflinte dann auf die Attrappe setzen können. Und dann hätte ich, glaube ich, dann eine andere Flinte einfach. Ich glaube, das wäre möglich gewesen. Naja, vielleicht finden wir noch mehr Reparaturpacks. So. Okay. Und Enter drücken. Open. Das war's. Oh, Kumpel, das ist ein Test deiner Fähigkeiten. Also nicht schummeln. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Alles. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Och man, alles? Auch alles? Wirklich alles? Auch die Waffen? Ah. Sackgesicht. Auch das Messer? Ich behalte mal das Heildings. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Deswegen steht hier diese scheiß Kiste, ey. Alles wegpacken. Ja. Jetzt geht die Tür auf. Mann! Okay. Ist das gleiche Rätsel? Arschloch. Schönen Tag noch. Okay. Er will mich hier also wieder haben. So. Ich gehe gleich mal den schnurstracksten Weg hier lang. Es ist das gleiche. So wie es aussieht. Aber ich kann auch nichts anklicken. In Ordnung. Doch jetzt. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Torte stecken. Leck mich am Arsch! Ethan! Wortwahl bitte! Wir haben Kinder im Gebäude. Irgendwo, glaube ich. Ich bin mir glaube nicht mehr ich. Sicher. Gut, aber ich habe ja das Video gesehen.
hätte man das Video vielleicht auch verpassen können. Für die Leute, die das Video dann nicht angeschaut haben, müsste ich doch eigentlich hier eigentlich den richtigen Code schon eingeben können, oder? Ich habe ihn natürlich nicht vergessen, weil ich kenne ihn ja. Deswegen vergesse ich sowas ja nicht. Das ist auch das Gleiche. Sag, schau mal einer an. Das spart Zeit. Strohpuppe. Naja, mach aus. So. Ich glaube, das Fernrohr brauche ich dann noch nicht mal mehr. Ah. Scheint doch ein bisschen anders zu sein. Wow. Es geht doch an. Ich dachte eben schon, das Ding geht nicht an. Da brennen wir jetzt die Puppe. Habe ich Finger. So, Kerze wieder anmachen. Weiß er nicht, dass wir das Video gesehen haben? So, lass durchbrennen. Ich gehe mal gleich zu dem Dings hin, ob ich das Passwort schon eingeben kann. Ach, das kann ich auch. Guck mal, das spare ich mir doch so viel Zeit. Brauche ich mich nicht mal mehr verletzen lassen von Clown und sowas. Tja, das hätte er sich wohl anders vorgestellt, oder? Es geht wirklich. Okay. Aber hier wäre da der Luftballon gewesen. Aber ich muss das ja nicht machen. Da kommen ja wieder die Nägel rausgeflogen, da verliere ich nur wieder Lebenspunkte. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ah, nee, hier, da muss ich auch gar nicht mehr hin. Warum sieht meine Hand eigentlich so vergammelt aus? Ich könnte halt noch gucken, ob hier noch andere Sachen versteckt wären, aber ich glaube nicht. Nee, guck mal, jetzt ist das Licht auch schon wieder aus. Da kann ich nichts machen. Nee, hier wäre nichts mehr gewesen. Es ist einfach das gleiche Rätsel. Ich glaube, es ist möglich, das Geburtstagsvideo zu verpassen oder nicht anzuschauen. Aber jetzt kommt Feuer, ne? Was mache ich denn jetzt dagegen? Ich muss das hier gemacht haben. Da kommen jetzt aber weniger... Ne, jetzt... Okay, 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 okay. Wie komme ich jetzt hier raus? Mist, 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 Mist! Ja, 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 ja! Mist! Ja, 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 ja! Ich kann hier noch stehen. Aber wie komme ich jetzt hier raus? Okay, vielleicht sollte ich nicht genau das gleiche machen, weil ich ja eigentlich weiß, dass ich sterben werde dann am Ende. Oder was kann ich denn anders machen? Also mache ich genau alles das gleiche, werde ich draufgehen. Aber ich war sehr schnell mit dem Rätsel. Was kann ich denn, vielleicht muss ich doch irgendwo... Jetzt geht ja die Tür wieder zu. Schönen Tag noch. Muss ich hier die Tür vielleicht hacken oder sowas? Was kann ich denn anders machen? Bevor ich wieder mit irgendwas interagieren kann, muss ich einmal zur Torte gehen. So. Happy fucking birthday. Gonna light. Mhm. In Ordnung. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Torte stecken. Leck mich am Arsch! Ethan! Wortwahl bitte! Wir haben Kinder. Im Gebäude. Irgendwo. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, ich muss irgendwas anderes machen, damit ich überlebe. Ich glaube, ich muss das Rätsel nicht so lösen wie im Video. Weil dann sterbe ich halt einfach genauso wie im Video. Ich kann das nicht stopfen. Ich mache das halt mal noch nicht. Vielleicht gibt es dann noch ein anderes. Ein anderes Rätsel. Ja, es ist uns wirklich alles genau gleich. Aber
Aber dass halt der Kocher hier schon nicht so richtig schnell angeht. So. Was muss ich machen? Es kommt kein Wasser raus. Okay, da passiert aber auch nichts anderes. Da holt er auch nur das Ding raus. Fehlen drum im Inventar benutzen, ich weiß. Ist aber genau das gleiche. Auch das. Es ist genau das gleiche drauf. Nein. Muss mich hier, glaube ich, noch mehr umsehen. Ich habe im Inventar, ich musste ja alle Sachen wegpacken. Und hier ist auch immer das Item, was immer in der gleichen Ecke liegt. Der Ballon. Vielleicht kann ich eine Bombe basteln oder sowas. Ich gebe mal noch kein Passwort an. Vielleicht schreibt der Clown ja irgendwas anderes auf. Autsch. Es muss doch irgendwas geben, was ich noch anders machen könnte. Aber mir fehlt jetzt noch der Finger. Aber sonst, es ändert sich ja auch kaum was. Gibt es an der Tür irgendwas zum Interagieren hier? Nämlich auch nicht. Vielleicht doch noch irgendwas machen mit dem... Der Gaskocher, der geht ja nicht sofort an, ne? Da kommen ja zuerst diese Blitze. Und hier ist ja... Das ist doch auf jeden Fall hier... Das ist doch kein... Nicht nur Luft, das ist doch, muss doch Gas sein. Dass ich irgendwas zum Explodieren lassen... explodieren lassen muss. Um hier irgendwo vielleicht, eine Wand zu durchbrechen oder sowas. Hier, das hier... Das ist das Zeug... was Feuer fängt. Vielleicht muss ich das hier auch stopfen. Damit hier das Feuer nicht ausbricht. Weil ich kenne ja das Passwort und so weiter, ne? Das heißt, wenn ich hier den Stöpsel rausziehe, dann fängt hier halt das Ding nicht an zu brennen. Das heißt, ich müsste eigentlich jetzt theoretisch nochmal wieder von vorne anfangen. Ja. Ich glaube, das wird's sein. Jetzt habe ich schon wieder so viel Zeit verplempert. Das wird's sein. Ich kenne ja die ganzen Passwörter und alles. Ich muss es ja nicht noch genau wieder so machen. Das heißt, ich muss die Sachen einfach so verwenden, dass dieser Raum kein Feuer fängt, wenn ich die Kerze anzünde. Ich muss den Oder den Stöpsel hier gar nicht rausziehen. Weißt du? Ich brauch den ja gar nicht. Weil ich brauch den Clown ja nicht, um das Passwort rauszufinden, weil ich das ja weiß. Ich muss jetzt halt nochmal sterben, damit ich das nochmal machen kann. Aber ich glaube, so wird's sein. Gar nicht hier den Kram machen. So, ich werde jetzt nochmal sterben, das ist klar.
Ich muss doch einfach Vorteile daraus ziehen, dass ich das Video gesehen habe. Mensch. So. Siehst du, da ist der Boden nämlich nass. Deswegen verbrenne ich. Deswegen fängt ja alles Feuer. Mist! Und so komme ich hier auch nicht raus. Ach, guck mal, hier ist noch was. Okay, oder so. Da ist ein Hohlraum hinter der Wand. Das ist auch interessant. Der Hohlraum ist auch neu. Ich glaube aber nicht, dass der Raum so stark Feuer fängt, wenn ich das Fass nicht zum Auslaufen bringe. Ich muss aber, glaube ich, gehen. Schönen Tag noch. Der Hohlraum ist aber neu halt, glaube ich. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Torte stecken. Leck mich am Arsch! Ethan, Wortwahl bitte. Wir haben Kinder im Gebäude, irgendwo, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich kann das auch gleich rausziehen. Da ist ein Hohlraum hinter der Wand. Was macht der Hohlraum denn? Ich kann da nichts angucken. Na gut. So, dann mache ich doch einfach gleich mal sofort das Wasser aus. Das hat doch hier bestimmt auch noch eine enge Bedeutung. Dass das so spät erst angeht. Vielleicht habe ich da, dass ich eine kleine Zeituhr habe. Um vielleicht doch den Hohlraum hinter der Wand wegzuspringen. Oder sowas. Ich nehme den Ballon einfach nochmal mit. Welch ein Rätselspaß. Aber ohne die ganze Familie. Da oben vielleicht noch was im Schrank. Ja. Ich werde das jetzt einfach mal versuchen, indem ich jetzt die Kerze hier rüberbringe. Wenn ich jetzt den Fußboden mal anschaue, ist hier halt nicht das Zeug ausgelaufen. Hier, das ist nicht offen. Ich habe es nicht aufgemacht. So, jetzt geht das Licht aus. Ich schau einfach mal. Wenn es nicht klappt, dann ist es immer wieder eine sehr, sehr, sehr schlechte Episode, oder? So. Ja? Scheißkerl! Du solltest doch draufgehen! Wow! Alles klar. Schmeiß weg! Dafür ist der Hohlraum da. Wann geht denn das rauf? Explodiert das auch irgendwann mal? Ja. Die war für dich vorgespielt, verdammt nochmal! Ah, guck mal, hier war er. Er ist gerade aufgestanden. Okay, wir haben hier wieder einen weiteren Safe-Raum. Da, Mia und Zoe. Mia! Wer bist du? Wo seid ihr? Wir sind gleich hinter dem Steg, vor dem Raum da. Beeil dich. Ruhig Blut, Ethan. Was willst du, verdammt? Dich?
ist nicht drin. Noch nicht. Ich Glücklicher. Schau, solange du keine Überraschungen mehr im Ärmel hast, rate ich dir... Oh, das wäre zu viel verraten, Ethan. Und ich mag keine Spaßverderber. Arsch. Okay, hat mal wieder ein bisschen länger gedauert. Ja, ja, ja. Nicht, dass einfach das Gleiche machen. Hoffentlich verbreitet sich das Feuer hier nicht. Und zerstört mir hier den Safe-Raum. So, ich werde mich in der nächsten Folge hier im Raum noch ein bisschen umsehen. Ich kann hier speichern. Da ist noch was an der Wand. Nick Dings. Dann okay, wenn meine Kiste kann ich meine Sachen wieder mit rausnehmen. Also Leute, vielleicht hat es ja trotzdem ein bisschen gefallen. Ein bisschen, vielleicht habt ihr euch die Köpfe schon wieder... die Hände über die Köpfe zusammengeschlagen, dass ich hier wieder so lange gebraucht habe für das diesmal. Nicht das Gleiche machen, einfach das machen, dass der Raum nicht in Flammen aufgeht. Ich hab's ja verstanden irgendwann. Irgendwann komme ich auch noch drauf. Also Leute, danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge von Resident Evil. Macht's gut und ciao, ciao.